Welcome back, brothers and sisters. Willkommen zurück, Geschwister. Let's begin with a silent prayer. Lasst uns mit einem stillen Gebet anfangen. Amen. Amen. Okay, so welcome back, everybody. Willkommen zurück. And the notes are in the group, livestream group. Und die Notizen sind in der Livestream-Gruppe. And in this next presentation, we want to look at the little time of peace and the fleeing. Und in dieser Präsentation möchten wir uns die kleine Zeit des Friedens und die Flucht uns anschauen. Okay. So, in the last presentation, yeah, we looked at this pattern of time of peace, time of trouble, time of peace, time of trouble. Und in der letzten Präsentation haben wir uns diesen Muster angeschaut von der kleinen Zeit des Friedens, Zeit der Trübsal, kleine Zeit des Friedens, Zeit der Trübsal. And that it's based upon the decree, whether there's a time of peace or time of trouble. Und dass es abhängig davon ist, von diesem Dekret, ob es jetzt eine Zeit der Trübsal oder des Friedens ist. And now in our time, you know, we know started seeing a decree coming to pass. Und jetzt in unserer Zeit haben wir gesehen, wie ein Dekret anfängt, sich zu vollbringen. Oder wie es gekommen ist, das Dekret. Okay. But we also saw already a counter decree. Aber wir haben auch schon ein Gegendekret gesehen. Okay. So, now let's go to the first quote here in the notes. Und gehen wir jetzt zu diesem ersten Zitat in den Notizen. And this is what it says: In the last scenes of this earth's history, war will rage. There will be pestilence, plague and famine. The waters of the deep will overflow their boundaries. Property and life will be destroyed by fire and flood. This should show us that the souls for whom Christ died should be fitting up for the mansions Christ has gone to prepare for them. There is a rest from the earth's conflict. Where is it? That where I am, there ye may be also. Heaven is where Christ is. Heaven would not be heaven to those who love Christ if he were not there. So we can see, this is why it says, this earth will not become any more pleasant. Okay. Und wir können sehen, dass Schwester White hier sagt, dass diese Erde nicht mehr gemütlich oder irgendwie angenehmer wird. Angenehmer wird. Okay, but the contrary, it will only get worse and worse. Aber im Gegenteil, es wird nur schlechter und schlechter werden. And she says, yeah, there will be pestilence, plague and famine, and war will rage. Und sie sagt hier, es wird Seuchen, Pest und Hungersnöte geben und Krieg wird herrschen. And in the last presentation we saw that it's this decree, this unrighteous decree that causes nation against nation, kingdom against kingdom, pestilences, wars and famines and so on forth. Und in der letzten Präsentation haben wir gesehen, dass es dieser ungerechte Dekret, der hier erteilt wird, dass diese Nation gegen Nation verursacht und diese Kriegsgerüchte und Kriege und Pestilenzen. Yes. And famine, Hungersnot. Und Hungersnot. Okay. So, and basically now by this serpent bite decree, it's probably the first time that we really see such a decree that will test us, okay? Und jetzt mit diesem Schlangenbissdekret ist das zum ersten Mal, wo wir ein Dekret sehen können, das uns wirklich testen wird. Okay. Therefore this war at the moment should not surprise us that it then happened, okay? Und deswegen dieser Krieg momentan, es sollte uns nicht verwundern, dass das jetzt passiert. Okay. The next quote we read already in the last presentation. Und den nächsten Zitat haben wir schon in unserer letzten Präsentation gelesen. About these two world wars. Über diese zwei Weltkriege. But I just want to read through the boldface again and just highlight a certain part. Aber ich möchte das Wertgedruckte nochmal lesen und diese Dinge hervorheben. It says here, I was shown the inhabitants of the earth in the utmost confusion,
War, bloodshed, privation, want, famine, and pestilence were brought in the land. So here we can see that next to war, there's also pestilence and famine mentioned. Und wir können sehen, dass hier neben Krieg auch Pest und Hungersnot erwähnt wird. Do we see a pestilence at the moment going around the world? Und sehen wir momentan eine Pest, die um die Welt herumgeht. Yes, right. Since 2020, this coronavirus spread throughout the whole world and we're affected by it. Seit 2020 ist dieses Coronavirus durch die ganze Welt gegangen und wir wurden auch davon betroffen. Okay. But we also see that there will be famines, okay? Und wir sehen auch, dass es auch Hungersnöte geben wird. Okay, and this is a point I want to also mention in this presentation a little bit more in detail. Und das ist ein Punkt, den ich in dieser Präsentation in Detail erwähnen will. Next paragraph. Nächster Paragraph. My attention was then called from the scene. There seemed to be a little time of peace. Once more, the inhabitants of the earth were presented before me, and again, everything was in the utmost confusion, strife, war, and bloodshed, with famine and pestilence raged everywhere. So this is then, we saw the Second World War, okay, in the Sandok Crisis. Wir haben gesehen, das ist dieser Zweite Weltkrieg in der Sonntagsgesetzkrise. And here also, you have again pestilence and famine and all these things. Und hier haben wir auch wieder diese Seuchen und diese Hungersnöte und so weiter. Okay. So, and it's all because this decree is put back in place, right? Und das ist alles, weil dieser Dekret wieder in Platz gesetzt worden ist. Yes. So, because when this came here, this decree, what did, so let's just go to Matthew 24. Just, lasst uns zu Matthäus 24 gehen. Let's read verses 6 and 7. Und lasst uns Verse 6 und 7 lesen. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. So, when the decree, because we marked this at the Sunday law decree, right? Und wir haben das an dem Sonntagsgesetzdekret markiert. So when the decree comes, then this time of pestilence and war and famine will start. Und wenn dann dieser Dekret kommt, dann werden all diese Hungersnöte und Kriege und Seuchen anfangen. Therefore, when the decree is countered again, what should stop? Deswegen, wenn das Dekret wieder entgegengesetzt wird, was sollte dann auch aufhören? All these things that it caused, right? All diese Sachen, die es verursacht hat. So, war should cease. Also Krieg sollte aufhören. Pestilence should cease. Die Seuchen. And famine should cease. Und Hungersnot auch. Yes? Richtig. Okay, so in the time of peace, then yeah, there are not these problems, okay? Und in der Zeit des Friedens gibt es dann all diese Probleme nicht. Okay, so let's go now to this next quote. Und gehen wir jetzt zum nächsten Zitat. And we read this also in the last presentation, but I still want to read it, at least the boldface of it. Und wir haben das auch in der letzten Präsentation gelesen, aber ich möchte es nochmal lesen, zumindest das Fettgedruckte. It says, to secure popularity and patronage, legislators will yield to the demand for a Sunday law. So it brings us right here to the Sunday law again. Also das bringt uns wieder zum Sonntagsgesetz. Next paragraph. Nächster Paragraph. By the decree enforcing the institution of the papacy in violation of the law of God, our nation will disconnect herself fully from righteousness. Okay. And now, next paragraph. Und jetzt nächster Paragraph. As the approach of the Roman armies was a sign to the disciples for the impending destruction of Jerusalem. So what is she speaking about here? Und worüber spricht sie hier? The Roman armies that came and surrounding Jerusalem was a sign to them for the impending destruction. Die römischen Armeen, die gekommen sind und Jerusalem belagert haben, war ein Zeichen für die bevorstehende, für das bevorstehende Gericht. Destruction. Zerstörung. Ach, Zerstörung. Okay.
So who was this historically? Und wer war das historisch? Cestius, right? Cestius. So when Cestius came, this was a sign that Jerusalem would be destroyed soon. Und wenn Cestius gekommen ist, das war ein Zeichen, dass Jerusalem bald zerstört werden wird. Okay, so let's read this again. Lasst uns das nochmal lesen. So as the approach of the Roman armies, Cestius was a sign to the disciples of the impending destruction of Jerusalem, so may this apostasy, the Sunday law, be a sign to us that the limit of God's forbearance is reached, that the measure of our nation's iniquity is full. So, therefore, when the Sunday law comes, who comes? Deswegen, wenn das Sonntagsgesetz kommt, wer kommt? Cestius. Cestius. Okay, so. Cestius comes. And Cestius, he besieged Jerusalem. Und Cestius, er hat Jerusalem belagert. It's the besieging of the cities. Es ist die Belagerung der Städte. So now let's go to this next quote. Und jetzt gehen wir zum nächsten Zitat. And here again she speaks about Cestius. Und hier spricht sie wieder über Cestius. And again she compares it to the Sunday law. Und sie vergleicht das wieder mit dem Sonntagsgesetz. It says, it is no time now for God's people to be fixing their affections or laying up their treasure in the world. The time is not far distant when, like the early disciples, we shall be forced to seek a refuge in desolate and solitary places. Okay, so where are we to seek a refuge? Also wo sollten wir Zuflucht suchen? It says in desolate and solitary places. Yes. Es sagt hier in verlassenen und einsamen Orten. It says, as the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight to the Judean Christians, so the assumption of power on the part of our nation in the decree enforcing the papal Sabbath will be a warning to us. So she again compares when Cestius came with a decree that is published. Also sie vergleicht wieder, wenn Cestius gekommen ist, mit dem Dekret, das veröffentlicht wird. Okay, so Cestius comes. Okay. Also Cestius kommt. And what does she say then? Und was sagt sie dann? It will then be time to leave the large cities preparatory to leaving the smaller ones for retired homes in secluded places among the mountains. Okay. So we can see that Sister White says that Cestius is a sign to flee, right? Also wir können sehen, dass Schwester White sagt, dass Cestius ein Zeichen für die Flucht ist. Just like it was a sign to flee back then. Genauso wie es ein Zeichen zum Fliehen war damals. Okay. Only what was the problem back then when Cestius came? Aber was war das Problem damals, als Cestius gekommen ist? Yeah, they were surrounded, right? Sie wurden belagert. They could not immediately flee. Sie konnten nicht sofort fliehen. So let's read this. Also lasst uns das jetzt lesen. Next quote. Nächstes Zitat. When the idolatrous standards of the Romans should be set up in the holy ground, which extended some furlongs outside the city walls, then the followers of Christ will find safety in flight. So this now again speaks about Cestius. Also da spricht jetzt wieder über Cestius. When the warning sign should be seen, those who would escape must make no delay. Throughout the land of Judea, as well as in Jerusalem itself, the signal for flight must be immediately obeyed. So, what must you do when Cestius comes? Also, was musst du tun, wenn Cestius kommt? You must immediately obey and flee. Right? Du musst sofort gehorchen und fliehen. Jump down to the last sentence. Springen wir runter zum letzten Satz. They must not hesitate a moment, lest they be involved in the general destruction. Okay, so you immediately need to flee. Also man muss sofort fliehen. And in the seven last plagues, und in den sieben letzten Plagen, this would be here, right? Das würde hier sein, richtig? Yes. But what time is it here? Aber was ist das hier jetzt für eine Zeit? It's a time of trouble, but for God's people it's a time of peace here. Right? Also es ist eine Zeit der Trübsal, aber für Gottes Volk ist das eine Zeit des Friedens. Okay. Ja. Yes. Und sie sagt auch, dass diese allgemeine General, yes, Zerstörung die siebte Plage ist. Okay, let's go now to the next quote.
Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat. Because in the next quote she gives us the historical account of when Cestius came and how the Christians then fled. Denn im nächsten Zitat gibt sie uns eine historische Aufzeichnung von wie Cestius gekommen ist und sie dann geflohen sind. It says, the besieged, despairing of successful resistance, were on the point of surrender. When the Roman general withdrew his forces without the least apparent reason. But God's merciful providence was directing events for the good of his own people. The promised sign had been given to the waiting Christians, and now an opportunity was offered for all who would to obey the Savior's warning. So when Cestius came, they saw the sign. Also als Cestius gekommen ist, haben sie das Zeichen gesehen. But now the Lord provided what? Aber jetzt hat der Herr was bereitgestellt. Was hat der Herr bereitgestellt? Ja, yeah. Yeah, an opportunity now to obey this commandment. Eine Gelegenheit, diesen Befehl jetzt zu horchen. It says here, events were so overruled that neither Jews nor Romans should hinder the flight of the Christians. Upon the retreat of Cestius, the Jews sailing from Jerusalem pursued after his retiring army. So, Cestius withdrew suddenly and unexpectedly. Also Cestius zieht sich zurück, plötzlich und unerwartet. And what did the Jews do? Und was taten die Juden? Yeah, but the Jews first. What did the Jews do? Yeah, they went after them and tried to slay them. Right? Also die Juden sind sie dann hinterhergegangen und haben versucht, sie zu schlagen. And they thought, yeah, we conquered and God delivered us. Okay. Also sie haben dann gedacht, wir haben überwunden und Gott hat uns befreit. It says, and while both forces were thus fully engaged, the Christians had an opportunity to leave the city. At this time, the country also had been cleared of enemies who might have endeavored to intercept them. At the time of the siege, the Jews were assembled at Jerusalem to keep the Feast of Tabernacles. And thus the Christians throughout the land were able to make their escape unmolested. Without delay, they fled to a place of safety, the city of Pella, in the land of Perea beyond Jordan. Okay, so where did they flee to? Also wo sind sie geflohen? Yeah, to Pella, right? Zu Pella. Yeah, which is a refuge city. Was eine Zufluchtsstadt ist. And this you can read in the next quote, which is just, I think I forgot to, it's joined on, yes, okay. So, therefore just continue reading. It says, not one Christian perished in the destruction of Jerusalem. Also wir machen jetzt weiter im nächsten Zitat. And then jump down to the last bit, the last bold-faced. Und jetzt springen wir runter zum letzten fettgedruckten. Without a moment's delay, they fled to a place of safety, the refuge city Pella and the land of Perea beyond Jordan. Okay, so Pella was therefore a refuge city. Also Pella war daher eine Zufluchtsstadt. And it says here, as soon as the opportunity presented, because Cestius withdrew, they had to immediately take the opportunity. Und es sagt hier, dass sofort, wenn sich die Gelegenheit Also wenn die Gelegenheit kam, weil Cestius zurückgezogen ist, dann sollten die sofort fliehen. Okay. And when we look at the Sunday law, und wenn wir uns das Sonntagsgesetz anschauen, Cestius comes up. Cestius kommt hier. Yeah, but do you have here immediately the opportunity to flee? Aber hat man dann jetzt sofort die Gelegenheit zu fliehen? No. Noch nicht. But the time of peace is illustrated here, right? Aber die kleine Zeit des Friedens ist hier dargestellt. Okay, and it's therefore here when Cestius withdraws, now you must immediately flee. Und es ist daher hier, wenn Cestius sich zurückzieht, dass du dann fliehen musst. Okay, so because it's this counter decree, right? Denn es ist dieses Gegendekret. Because this is why she compared the Sunday law decree with the Roman armies that came to surround Jerusalem. Meine Schwester White hat das Sonntagsgesetz-Dekret mit den römischen Armeen, die Jerusalem belagert haben, verglichen. And therefore the counter-decree is then when the Roman armies go away again. Daher das Gegendekret ist, wenn die römischen Armeen wieder weggehen. Okay, so Cestius withdrew.
draws. Also Cestius zieht zurück. Okay. And you need to flee. Und du musst dann fliehen. Okay. Now let's go to the next quote. Und jetzt gehen wir zum nächsten Zitat. Why do you need to flee? Warum musst du fliehen? The next quote, it speaks about these cities of refuge. Im nächsten Zitat spricht es über diese Zufluchtsstädte. And we read Pella was a city of refuge. Und wir haben gelesen, Pella war eine Zufluchtsstadt. Okay. It says here, the cities of refuge were so distributed as to be within a half day's journey of every part of the land. The roads leading to them were always to be kept in good repair. All along the way, signposts were to be erected bearing the word refuge in plain, bold characters, that the fleeing one might not be delayed for a moment. So, therefore, what does the Lord do? Und deswegen, was tut der Herr? He gives you a clear direction where you need to flee to. Okay? Er gibt dir eine deutliche Richtung, wo du hinfliehen musst. Any person, Hebrew stranger or sojourner, might avail himself of this provision. But while the guiltless were not to be rashly slain, neither were the guilty to escape punishment. The case of the fugitive was to be fairly tried by the proper authorities, and only when found innocent of intentional murder was he to be protected in the city of refuge. Okay, this speaks now about the cities of refuge that were put in place in the law of Moses. Da spricht jetzt hier über diese Zufluchtsstädte, die im Platz gesetzt worden sind im Gesetz Mose. And for whom were they appointed? Und für wen wurden die bestimmt? Yes, anybody who accidentally killed somebody. Für jeden, der aus Versehen jeden Mann anderen tötet. Okay. It says here, the guilty were given up to the avenger. And those who were entitled to protection could receive it only on a condition of remaining within the appointed refuge. Should one wander away beyond the prescribed limits and be found by the avenger of blood, his life would pay the penalty and his disregard of the Lord's provision. At the death of the high priest, however, all who had sought shelter in the cities of refuge were at liberty to return to their possessions. So, we can see here that if you were innocent of intentional murder, you could find refuge in the city. Also hier können wir sehen, dass wenn du unschuldig warst von Mord, dann konntest du Mord. Von absichtlichem Mord, dann konntest du zu dieser Zufluchtsstadt fliehen. And you were then protected from the avenger. Und dann wurdest du vom Rächer beschützt. But what was the requirement that the avenger of blood could not come and touch you? Aber was war die Voraussetzung, dass der Rächer nicht kommen konnte und dich berühren? Yes, and you needed to stay in the city, right? Also du musstest in der Stadt bleiben. Okay, so who is the avenger of blood that is on your heels? Und wer ist der Rächer des Bluts, der auf deinen Satan, right? Auf deine Fersen ist? Okay. Satan. Let's continue. Lasst uns weiterlesen. The city of refuge appointed for God's ancient people were a symbol of the refuge provided in Christ. So Christ is this refuge city. Also Christus ist diese Zufluchtsstadt. The same merciful Savior who appointed those temporal cities of refuge has by the shedding of his own blood provided for the transgressors of God's law a sure retreat into which they may flee for safety from the second death. He who fled to the city of refuge could make no delay. Family and employment were left behind. There was no time to say farewell to loved ones. His life was at stake, and every other interest must be sacrificed to the one purpose, to reach the place of safety. Weariness was forgotten. Difficulties were unheeded. The fugitive dared not for one moment slacken his pace until he was within the wall of the city. So, what was he to do? Also, was musste er tun? He had to
put second every obstacle that would hinder him on the way to the refuge city. Er musste jeden Hindernis als zweites setzen. Also musst du sozusagen jedes Hindernis hinter sich lassen, um rechtzeitig zur Stadt zu kommen. Okay. And what is she saying here? What were hindrances? Und was sagt sie hier? Was waren diese Hindernisse? It says family and employment were left behind, right? Also sie sagt, Familie und Arbeit wurden zurückgelassen. There was no time to say farewell to loved ones. His life was at stake and every other interest must be sacrificed to the one purpose, to reach the place of safety. So, all these worldly things that would keep you away to find the refuge in Christ must be put behind. Also all diese weltlichen Hindernisse, die dich davon abhalten, Christus als Zufluchtsstaat zu finden, musst du dann zurücklassen. If anything eats up your time and distracts you from finding your refuge in Christ, you need to leave it behind. Wenn irgendetwas deine Zeit wegfrisst oder dich davon abhält, deine Zuflucht in Christus zu finden, dann musst du es wegtun. It says, next paragraph. Nächster Paragraph. The sinner is exposed to eternal death until he finds a hiding place in Christ. And as loitering and carelessness might rob the fugitive of his only chance for life, so delays and indifference may prove the ruin of the soul. Satan, the great adversary, is on the track of every transgressor of God's holy law. And he who is not sensible of his danger and does not earnestly seek shelter in the eternal refuge will fall a prey to the destroyer. Okay. So, and this is important, yeah, because we can see here that when Cestius withdraws, what must you do? Und das ist wichtig, also wir können hier sehen, dass wenn Cestius sich zurückzieht, was musst du tun? You must flee immediately, right? Du musst sofort fliehen. Okay, and this would be an illustration when this little time of peace fully comes, you also need to immediately find a refuge in Christ. Okay. Das ist eine Darstellung dafür, dass wenn diese kleine Zeit des Friedens hier vollständig kommt, dann musst du eine Zuflucht in Christus finden. Because we read in the last presentation, the time of peace is given for what purpose? Denn wir haben in der letzten Präsentation gelesen, die Zeit des Friedens ist für welchen Zweck gegeben? To chill out, right? Um sich auszuruhen. Yeah. Nein, to prepare for the time of trouble, for the tempest. Um sich für die Trübsal vorzubereiten. Okay, so and the Lord wants to show us when the time of peace comes, you cannot think, okay, now I can relax a little bit, take my time, I have so many other worldly plans, maybe I can go to holidays again. Also der Herr will uns zeigen, dass wenn diese Zeit des Friedens kommt, dann sollen wir nicht denken, dass jetzt habe ich Friede, jetzt kann ich mich ausruhen und vielleicht kann ich wieder ins Urlaub fahren. And I have this plan, I want to see this place and all these other things, okay? Also ich habe diesen Plan und ich möchte diesen Ort besuchen und all diese anderen Dinge. No, it's from the very moment you need to prepare already for what is coming next. Sondern du musst dich in dem Moment dafür vorbereiten, was zunächst für das, was als nächstes kommt. Yeah. Because this test here will be terrible, okay? Denn dieser Test hier wird schrecklich sein. It will be much worse than we can imagine. Es wird viel schlechter sein, als wir uns vorstellen können. Okay. And when we go to this next quote, und wenn wir zu diesem nächsten Zitat gehen, there we can see a principle. Da können wir ein Prinzip sehen. It's about the Saint Bartholomew Massacre. Es geht sich um das Massaker von St. Bartholomäus. It says, but blackest in the black catalogue of crime, most horrible among the fiendish deeds of all the dreadful centuries was the St. Bartholomew Massacre. The world still recalls with shuddering horror the scenes of that most cowardly and cruel onslaught. The King of France, urged on by Romish priests and prelates, lent his sanction to the dreadful work. A bell, tolling at dead of night, was a signal for the slaughter. Protestants by thousands
sleeping quietly in their homes, trusting to the plighted honor of their king, were dragged forth without a warning and murdered in cold blood. Okay, so this would be then illustrated here, this great slaughter at the end, right? Und das würde hier durch diese große Schlacht am Ende dargestellt. But what were they trusting in before they were murdered? In was haben sie vertraut, bevor sie ermordet worden sind? In the plighted honor of the king. Okay. In der geschworenen Ehre des Königs. So what did the king apparently tell them? Also was hat der König offensichtlich ihnen gesagt? Yeah, that it's this little time of peace beforehand, right? You don't need to worry. Dass es diese kleine Zeit des Friedens zuerst gibt und ihr müsst euch nicht sorgen. Okay, but this is always the problem. Yeah? You cannot trust in anything what God's what man says. Und das ist immer das Problem. Du kannst nichts vertrauen, was ein Mann sagt. Because he can say one time this, and the next moment he can say this. Denn er kann in einem Moment dies sagen und im nächsten Moment was anderes. And did we see this with this coronavirus already here with our politicians? Und haben wir das gesehen in diesem mit diesem Coronavirus mit unseren Politikern? There won't be any certain by decree, okay? Es wird keine Schlangenbissdekret geben. And they told this month after month after month. Und sie haben das Monat nach Monat gesagt. But eventually they said no. We want to make no one. Aber letztendlich haben sie gesagt, nein, wir möchten jetzt eins machen. Also with the lockdowns. Auch mit den Lockdowns. No, there won't be any further lockdowns. Nein, es wird keine weiteren Lockdowns geben. And then a few days later there was another one. Okay. Und ein paar Tage später gab es noch eins. With the mask mandates. Okay. Oder zum Beispiel mit diesen Maskengesetze. At least in Austria, for instance, they said, okay, you don't need to have the mask anymore. Also zumindest in Österreich haben sie gesagt, man braucht die Masken nicht mehr tragen. And 1 week or 2 weeks later, they again said, no, you need to wear it again. Und eine Woche oder zwei Wochen später haben sie gesagt, dass man sie wieder tragen muss. Okay, there's always this hick-hack, right? One time this, one time that. Es gibt immer dieses Hin und Her. Einmal dies und einmal das. Okay, and therefore we need to trust God's word and trust him that when he says you need to immediately flee and don't lose time, you really need every minute. Okay. Und deswegen müssen wir den Herrn vertrauen, dass wenn er sagt, dass wir fliehen müssen, dann und don't lose time und keine Zeit verlieren, dann müssen wir jede Gelegenheit oder jede Minute nutzen. Okay, so now let's go to this next illustration in Jeremiah 37. Gehen wir jetzt zu dieser nächsten Darstellung in Jeremia 37. And here I want to also again take out principles. Und hier möchte ich wieder Prinzipien herausnehmen. It says here Jeremiah 37. Sagt hier Jeremia 37. In verse 1. Vers 1. And King Zedekiah, the son of Josiah, reigned instead of Coniah, the son of Jehoiakim, whom Nebuchadrezzar, king of Babylon, made king in the land of Judah. So Zedekiah was now king. Also Zedekiah war jetzt König. But neither he, nor his servants, nor the people of the land did hearken unto the words of the Lord, which he spake by the prophet Jeremiah. And Zedekiah the king sent Jehukal, the son of Shelemiah, and Zephaniah, the son of Maaseiah, the priest, to the prophet Jeremiah, saying, Pray now unto the Lord our God for us. Now Jeremiah came in and went out among the people, for they had not put him into prison. So, where was Jeremiah not? Also wo war Jeremia nicht? Was not yet in prison. Er war noch nicht im Gefängnis. And we saw, where does the prison experience begin? Und wir haben gesehen, wo fängt die Gefängniserfahrung an? Here, when you're delivered up, right? Hier, wenn du ausgeliefert wirst. So he was not yet in prison, therefore he must have been before this waymark. Also okay. Er war noch nicht im Gefängnis, deswegen muss er vor dieser Wegmarke sein. So, and let's see what else happened there. Und lass uns sehen, was noch da passiert ist. Verse 5. Vers 5. Then Pharaoh's army was come forth out of Egypt, and when the Chaldeans that besieged Jerusalem heard tidings of them, they departed from Jerusalem. So, what do we see here? Also, was sehen wir hier? Yeah. Pharaoh came up to now deliver the Jews, right? Pharaoh ist jetzt aufgekommen, um die Juden zu befreien. And what did the Chaldeans do at this time? Und was haben die Chaldeer zu dieser Zeit getan? Yeah, they fled.
Sie sind geflohen. Before that they besieged Jerusalem. Aber davor haben sie Jerusalem belagert. Okay. So that would be a parallel to Cestius besieging Jerusalem, right? Das würde eine Parallele sein zu Cestius, der Jerusalem belagert. But then Cestius fled or the Chaldeans fled. Okay. Aber dann hat sich Cestius zurückgezogen oder die Chaldeer sind geflohen. Okay. Because here we can see the south came up against him. Right? Denn hier können wir sehen, dass der Südkönig gegen ihn aufgestanden ist. Okay. And this would be then this little time of peace that would start now. Okay. Und das würde jetzt diese kleine Zeit des Friedens sein, die hier anfängt. Yes, everybody sees this? Richtig, sieht okay. das jeder? So, now let's continue. Lasst uns jetzt weiter. Verse 6. Vers 6. Then came the word of the Lord unto prophet Jeremiah, saying, Thus saith the Lord, the God of Israel, Thus shall ye say to the king of Judah, that sent you unto me to inquire of me, Behold, Pharaoh's army, which is come forth to help you, shall return to Egypt in their own land. And the Chaldeans shall come again and fight against the city and take it and burn it with fire. So, therefore, who would come again? Also, wer würde nochmal kommen? The Chaldeans, right? Die Chaldeer. Okay. And they would therefore return. Und okay. sie würden daher zurückkommen. And they would destroy the city. Und sie würden die Stadt zerstören. Thus saith the Lord, Deceive not yourselves, saying, The Chaldeans shall surely depart from us, for they shall not depart. So, when the time of peace came here, and the Chaldeans fled away, wenn die kleine Zeit des Friedens hier gekommen ist und die Chaldeer weggeflohen sind, Jeremiah said, Don't be deceived, they will come back. Okay. Jeremiah hat gesagt, macht euch keine Illusionen, er wird zurückkommen. And Cestius, he illustrated this decree, right? Und Cestius hat diesen Dekret vorausgeschattet. Okay, so you have this counter decree coming here, but the message is given, the decree will return. Okay. Also du hast hier dieses Gegendekret, der kommt, aber es wird ja beraten, dass Oder the message is given. Eine Botschaft ist gegeben, dass es wieder zurückkommen wird. Okay, because the Chaldeans will return, it says. Denn die Chaldeer werden zurückkommen, sagt es. Okay, and he says, don't deceive yourself. Und es sagt, verführt euch nicht. Therefore, what does it infer? Und deswegen, was beinhaltet es? Yeah, many thought, okay, now they are away, the decree is now taken out of the place, it will not return. Also viele haben gedacht, okay, jetzt ist es weg, der Dekret ist nicht mehr da, so wird es auch nicht zurückkommen. In the same sentiments we can see now in our time with this counter decree against this serpent bite. Und dieselben Gefühle kann man jetzt auch sehen mit diesem Schlangenbissdekret. That people say, yeah, okay, was a one-off, they will not put it back in place, it failed. Dass die Menschen sagen, das war jetzt so eine einmalige Sache und das Dekret wird nicht wiederkommen. Okay. Yes? Andererseits kann man auch nicht sagen, dass man es sagen kann, weil die sagen zum Beispiel, es kommt im Herbst, aber Gott könnte es ja auch weiter rausziehen, weil den Zeitpunkt, wann sie es einsetzen, kann man genauso wenig glauben. Yes, exactly. Yeah. So, you cannot say that it will come back in the fall. Okay. Also man kann nicht sagen, dass es wieder zurückkommen wird im Herbst. It might take even longer. Es kann auch länger sein. Can also be shorter. Okay. Es kann auch kürzer sein. So, it's in God's hands. Okay. Also es ist in Gottes Hand. But it will surely come, and if we don't prepare ourselves, we will be found wanting. Aber es wird gewiss kommen, und wenn wir uns nicht darauf vorbereiten, dann werden wir als zu leicht erfunden werden. So, let's just continue here in verse 10. Lasst uns jetzt hier weiterlesen in Vers 10. For though ye had smitten the whole army of the Chaldeans that fight against you, and there remained but wounded men among them, yet should they rise up every man in his tent and burn the city with fire. And it came to pass that when the army of the Chaldeans was broken up from Jerusalem for fear of Pharaoh's army, then Jeremiah went forth out of Jerusalem to go into the land of Benjamin, to separate himself thence in the midst of the people. So it says here in verse 11 and 12, when the Chaldeans now withdrew themselves. Also es sagt in Vers 11 und 12, dass wenn die Chaldeer sich jetzt zurückgezogen what haben. What did Jeremiah do? Was hat Jeremia getan? According to verse 12. Gemäß Vers 12. Yeah,
He fled from Jerusalem, right? Also er ist von Jerusalem geflohen. When Cestius withdrew, what were they to do? Und als Cestius sich zurückgezogen hat, was sollten sie tun? They also had to flee from Jerusalem. Sie mussten auch von Jerusalem fliehen. Immediately, okay? Sofort. Okay. And Jerusalem, in one sense, what does Jerusalem illustrate at the end of the world? Und in einem Sinne, was stellt Jerusalem am Ende der Welt dar? In a literal sense. In einem buchstäblichen Sinne. The cities, right? Die Städte. Okay. So, therefore it shows us, when the little time of peace comes, now you have an opportunity to get out of these cities. Okay. Deswegen zeigt es uns, dass wenn die kleine Zeit des Friedens jetzt kommt, hast du eine Gelegenheit, um von den Städten zu fliehen. And you need to do this. Und du musst das auch It's tun. It's a command by God. Das ist ein Befehl von Gott. And I mean, the majority of us are already out of the cities, but there's still some in the cities. Okay. Also die meisten von uns sind schon aus der Stadt, aber es gibt noch einige, die in der Stadt sind. Okay, so that would be a literal application of it. Okay. Also das würde dann eine buchstäbliche Anwendung dessen sein. But at the same time, the spiritual application is. Aber zur selben Zeit die geistliche Anwendung ist. You need to find the refuge in Christ. Dass right? man die Zuflucht in Christus finden muss. How do you find your refuge in Christ? Und wie findest du deine Zuflucht in Christus? What is Christ or who is Christ? Was ist Christus oder wer ist Christus? Yeah, it's a message, right? Es ist eine Botschaft. So you need to be making sure that you are established in the present truth, that you cannot be shaken when the decree comes back. Also du musst sicherstellen, dass du in der Wahrheit etabliert bist, dass du nicht rausgeschüttelt werden kannst, wenn das Dekret zurückkommt. Okay, so the Lord mercifully grants us this time of peace. Yeah, where the message can go freely again, but it's for the purpose that you can be established in Christ. Also der Herr in seiner Gnade ergibt uns diese kleine Zeit des Friedens, damit wir uns vorbereiten können, also damit wir uns in der Wahrheit etablieren können. Und dann in the time when the message is spread freely. In der Zeit, wo die Botschaft frei offenbart wird. Verkündigt wird. Okay, so let's go back to Jeremiah 37. Also gehen wir zurück zu Jeremia 37. Verse 12 again. Und Vers 12. It says, then Jeremiah went forth out of Jerusalem to go into the land of Benjamin, to separate himself thence in the midst of the people. And when he was in the gate of Benjamin, a captain of the ward was there, whose name was Elijah, the son of Shallum, the son of Hananiah, and he took Jeremiah the prophet, saying, thou fallest away to the Chaldeans. So, what is he now accused with? Also, mit was wird jetzt angeklagt? Yeah, to the Chaldeans, right? Zu den Chaldeern. So, what would this be literally back also, then? Was würde das buchstäblich damals gewesen sein? Treason. Also das war Hochverrat. Hochverrat. Ja. Okay. And jump over these two or three quotes and let's go to Jeremiah 37, verse 14. Und springen wir jetzt über diese drei Zitate und gehen wir zu Jeremia 37. So he was accused of falling away to the Chaldeans and it says. Also er wurde angeklagt, dass er zu den Chaldeern gefallen ist. Then said Jeremiah, it is false. I fall not away to the Chaldeans, but he hearkened not to him. So Elijah took Jeremiah and brought him to the princes. So where is he now brought to? Also wo wird jetzt gebracht? Yes, he's now brought, delivered up before the kings. Right? Wird jetzt ausgeliefert zu den Königen. So therefore that would be now the end of the time of peace. Und das würde daher jetzt das Ende der Gnadenzeit. So he's now delivered up before the king and he's falsely accused. Das würde das Ende der Zeit des Friedens sein und er wird jetzt ausgeliefert und falsch angeklagt. Accused of being this treason. Er wird angeklagt, dass er Hochverrat begangen hat. Verse 15. Vers 15. Wherefore the princes were wroth with Jeremiah, and smote him, and put him in prison, in the house of Jonathan the scribe, for they had made that the prison. So now he's getting cast into prison. Right? Also jetzt wird ins Gefängnis geworfen. And how are the princes with him? Und wie sind die Prinzen zu ihm? They're wroth. Right. Sie sind zornig. How was Nebuchadnezzar or Haman here? Und wie war Nebuchadnezzar oder Haman hier? When they heard that they were not bowing down. Als sie gehört haben, dass sie sich nicht niedergebeugt haben. Also wrath, right? Sie waren auch zornig. Okay, so always the same illustration.
So therefore it shows us that the same principle of the pattern applies also to our time. Also das ist immer dieselbe Darstellung und das zeigt uns, dass immer derselbe Prinzip auch in unserer Zeit angewandt wird. So here, when we now fully enter into this time of peace, this is now the command for us to flee immediately. Okay. Und wenn wir jetzt vollständig in dieser kleinen Zeit des Friedens einkehren, dann ist das für uns der Befehl, dass wir fliehen müssen. Immediately. Dass wir sofort fliehen müssen. It's with double M, right? Yes. Okay. And as I said, for those that still live in the city, it's a call to come out of the cities, the literal cities. Wie ich schon gesagt habe, für diejenigen, die noch in den Städten wohnen, ist das ein Ruf, aus den Städten zu kommen. And for those that are already out of the cities. Und für diejenigen, die schon aus den Städten raus sind. But also those that are still in the cities. Aber auch für die, die immer noch in der Stadt sind. It's a call to make sure that you become established in the present truth message. Ist es ein Ruf, dass du sicherstellst, dass du in der Wahrheit etabliert bist? Yeah. Because what did we see? What comes up here again? Denn was haben wir gesehen? Was kommt hier wieder? Yes, and the false prophets, right? Also die falschen Propheten. Yeah. And they will try to deceive. Yeah, they will deceive many. Okay. Und sie werden viele verführen. When you are now confronted with the state power, it says in Matthew 24, many will be offended. Okay. Und wenn du jetzt mit der Staatsmacht konfrontiert wirst, dann werden viele Anstoß nehmen, sagt es. Okay. So, yes, and Brother Mark, you mentioned the second half of the whirlwind. Okay. Und Bruder Mark hat die zweite Hälfte des Wirbelwinds erwähnt. Because we saw, Sister White says, the time of peace is given to prepare for the tempest, right? Denn wir haben gesehen, dass Schwester White sagt, dass die kleine Zeit des Friedens gegeben ist, um für die Den Sturm sich vorzubereiten. Okay, and in Jonah's story we saw that all the way through to the end this tempest was roaring, right? And the waves were roaring. Und in Jonas Geschichte haben wir gesehen, dass bis zum Ende diese Wellen getobt haben. Okay, so therefore the tempest begins here, but it gets stopped here. Also der Sturm fängt da an und wird. Or the whirlwind, okay. Hört dann hier auf, oder because der Wirbelwind. Okay, yes, okay. In the whirlwind, what do you always have in the middle? Also im Wirbelwind, was hat man immer in der Mitte? Yes, a seeming time of peace, right? Eine scheinbare Zeit des Friedens. It's called the eye of the storm. Es wird das Auge des Sturms genannt. Yeah, so when you're in the eye of the storm, there's no wind, everything is calm. Okay. Also wenn du im Auge des Sturms bist, dann ist da kein Wind und alles ist ruhig. But when then the second half comes, when the whirlwind moves forward. Aber wenn der Wirbelwind vorwärts geht und dann die zweite Hälfte kommt. Now the second half is always more destructive than the first half. Die zweite Hälfte ist dann immer mehr zerstörend als die erste. Okay, so. And this is what we need to prepare for, okay? Und das ist, worauf wir uns vorbereiten müssen. All right. So, coming out of the literal cities, making sure that we are established in the present truth. Also aus den Städten rauskommen und sicherstellen, dass wir in der gegenwärtigen Wahrheit etabliert sind. And don't deceive yourself thinking, it won't come. Okay. Und lasst euch nicht verführen, dass ihr denkt, dass es nicht kommen wird. Okay. Good, we can actually jump over the last bit because of time's sake. Let's go to the next heading, the three sieges. Also wegen der Zeit können wir über diese Bibelverse springen und gehen wir zum nächsten Titel, die drei Belagerungen. Okay. It says here, within a few short years, the king of Babylon was to be used as the instrument of God's wrath upon impenitent Judah. Again and again, Jerusalem was to be invested and entered by the besieging armies of Nebuchadnezzar. Company after company, at first few only, but later on thousands and ten thousands, were to be carried captive to the land of Shinar, there to dwell in enforced exile. Jehoiakim, Jehoiachin, Zedekiah, all these Jewish kings
were in turn to become vessels of the Babylonian ruler, and all in turn were to rebel. Okay. Historically, how many sieges were there? Also historisch gesehen, wie viele Belagerungen gab es? Three. Yes. Drei. Yeah. Joachim, Jehoiachin and Zedekiah. Jehoiakim, Jehoiachin und Zedekiah. Okay, and you know, you have many illustrations that you can show with these kings and all these things. Und man hat ja viele Darstellungen, wo man das zeigen kann mit diese ganzen Könige und so weiter. But in one illustration, Sister White, she compares the 70 years of captivity in Babylon to what? Und in einer Darstellung vergleicht Schwester White diese 70 Jahre der babylonischen Knechtschaft mit was? 1260. Mit der 1260. Which is the Sunday law time period, okay? Was die Sonntagsgesetzzeitspanne ist. Okay, so, and I want to suggest that because you have here this first siege, right? For instance, illustrated also by Cestius. Und ich möchte vorschlagen, dass weil wir hier diese erste Belagerung haben, die zum Beispiel durch Cestius dargestellt wird. Yeah, that in this illustration, when you just look at the three sieges in the Sunday law crisis. Dass in dieser Darstellung, wenn man sich nur die drei Belagerungen in der Sonntagsgesetzkrise anschaut, yeah, the first one would be here. Die erste würde hier sein. Then it gets withdrawn. Dann wird es zurückgezogen. Comes back, second siege. Es kommt zurück, die zweite Belagerung. Then it gets withdrawn. Und dann zieht es sich zurück. And then the last siege comes. Und dann kommt die letzte Belagerung. And what happened at the last siege? Und was ist passiert an der letzten Belagerung? Yeah, Jerusalem got destroyed. Okay. Jerusalem wurde zerstört. Okay, so therefore we can see basically this, these three sieges illustrating these three times the decree is enforced. Und deswegen können wir diese drei Belagerungen sehen, wo dieses Dekret wieder eingesetzt wird. Wieder eingesetzt wird. Okay. So, now let's go and remind ourselves what is written in Matthew 24. Und gehen wir jetzt wieder in Matthäus 24 und erinnern uns, was da steht. So, Jesus said, when the Sunday law comes, in verse 7, also Jesus hat gesagt, dass wenn das Sonntagsgesetz kommt, in Vers 7, for nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. So, I want to now, as I mentioned earlier, point to these famines that will also come. Und wie ich vorher erwähnt habe, möchte ich jetzt zu diesen Hungersnöten, die kommen werden, erwähnen. I want to speak about it. Ja, ich möchte sie erwähnen. Now just see that we are already, how much time? 5 minutes. Okay. Okay, let's do it like this. Let's maybe close here. Lasst uns vielleicht schon hier abschließen. And then we pick it up in the next presentation, because otherwise it will be over time. Okay. Und dann werden wir das in der nächsten Präsentation uns anschauen. But the point I wanted you to see is. Aber den Punkt, den ich wollte, dass ihr seht, ist, that when this time of peace comes, this is now God's appointed time, where you need to flee immediately to Christ and where you need to leave the cities. Dass wenn diese kleine Zeit des Friedens kommt, dann ist das der Befehl von Christus, wo du dann deine Zuflucht in Christus finden musst oder sofort aus den Städten fliehen musst. So, yeah, when you are still in the city, don't go back, right? Come out. But if you're not in the city, don't go back, it says. When you're still in the city, you need to come out. Also wenn du noch in der Stadt bist, dann musst du rauskommen. But when you're already out of the city, don't go back. Aber wenn du schon aus der Stadt raus bist, dann geh nicht zurück. And especially make sure that you're then grounded in the present truth. Und okay. Besonders muss man dann sicherstellen, dass man in der gegenwärtigen Wahrheit etabliert ist. In order that you prepared for this tempest. Damit man vorbereitet ist auf diesen Sturm. For the second half of this whirlwind. Für diese zweite Hälfte des Wirbelwindes. Amen. Amen. So these are clear commands by God and we need to make sure that we obey them. Also das sind klare Befehle von Gott und wir müssen sicherstellen, dass wir sie gehorchen. And as we saw, the man who was running to the refuge city,
he should not put his family or his business first, but what the Lord required of him. Und wir haben auch gesehen, dass wenn dieser Mann aus der oder zur Zufluchtsstadt fliehen muss, dann soll er nicht seine Familie oder sein Geschäft an erster Stelle setzen, sondern God's commandment. Sondern Gottes Gebot. So if for instance family members would keep you from leaving the cities, for instance. Also wenn zum Beispiel Familienmitglieder dich davon abhalten, zur Zufluchtsstadt zu fliehen. Or your business. Oder dein Geschäft. Or something similar. Oder irgendetwas Ähnliches. Or if they keep you from making sure that you get established in the present truth message. Oder wenn sie dich davon abhalten, dass du sicherstellen kannst, in der Wahrheit etabliert zu sein. Then you need to make a choice, okay? Dann musst du eine Wahl treffen. And you need to go where the Lord wants you to go. Und du musst dahin gehen, wo der Herr dich haben will. Amen. Amen. Okay. Then let's close with a prayer. Lass uns mit deinem Gebet abschließen. Dear Father in heaven. Lieber Vater im Himmel. Lord, we thank you that you help us to understand what you require of us. Herr, wir danken dir, dass du uns hilfst zu verstehen, was du von uns, was deine Voraussetzungen für uns sind. And what priorities we are to set. Und welche Prioritäten wir setzen müssen. And that we can be ready for the tempest when it comes. Dass wir bereit sein können für den Sturm, wenn er kommt. And help us therefore to make sure that we obey your call. Und hilf uns, dass wir sicherstellen, dass wir deinen Ruf gehorchen. And that we would not, when this time of peace fully come, that we would not lay back and relax. Und dass wir, wenn diese kleine Zeit des Friedens vollständig kommt, dass wir uns nicht nach hinten legen und ausruhen. But that we would strive to make sure that we established in the present truth. Aber dass wir danach streben, in der gegenwärtigen Wahrheit etabliert zu werden. And we thank you that you, with every command, there's also this promise that you are able to fulfill it. Und wir danken dir auch, dass mit jedem Gebot auch die Verheißung mit enthalten ist, dass du fähig bist, das zu tun. And we ask and pray in Jesus' name. Und wir beten in Jesu Namen. Amen. Amen.